Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4 im Kristallpalast. Und die Lunaria ruhen tief unter euren Füßen und verharren im traumreichen Schlaf. Fusoya ist ihr Wächter und wacht über ihren Schlaf. Okay, wir haben jetzt Fusoya bei uns. Wir sind die Mondkristalle. Okay. Zemus verfügt über einen furchtbaren Willen, obwohl er tief im Inneren des Mondes schläft, wächst sein böser Wille und breitet sich aus. Reden jetzt die Mondkristalle mit uns, oder? Voll viele, ja? Zemus benutzte Golbis als Marionette, um die Kristalle des blauen Planeten zu sammeln. Er hat ihre Macht mit Hilfe des Turms von Babel verstärkt. Das werden wir natürlich nicht zulassen. Das Feld in unserem Zentrum ist ein Transporter, der zum Mondkern führt, dort wo Zemus ruht. Dieser Mond wird durch das Gleichgewicht zwischen uns und den 8 Kristallen des blauen Planeten aufrechterhalten. Der ist schwarz, der Kristall. Alle in irgendwie eine andere Farbe oder fast alle. Zemus hat von seinem Gefängnis aus eine Barriere errichtet und so den Mondkern abgeriegelt. Haben wir uns jetzt alle angehört hier? Wir 8 Kristalle formen die Bande, die Zemus im Schlaf gefangen halten. Okay. Cool. Haben wir irgendwie mehr über den Hintergrund von diesem ganzen Kristallkram mal erfahren? Das ist ja interessant. Und der ist jetzt bei und die Frage ist, wo sind die anderen Höhlen? Weil hier komme ich jetzt nicht weiter. Aber es geht irgendwo weiter. Ich muss aber dafür wieder da durch, ne? Es muss noch eine Höhle im Westen geben. Ne, Westen hatten wir schon. Osten. Norden und Süden fehlt eigentlich noch. Ja, da müssen wir hier irgendwie nochmal durch, würde ich sagen. Anders geht das nicht. Deswegen ist es auch so kurz hier nur, weil man hier wieder durchlaufen muss. Das ist ja nicht so schlimm. Guck, uns hat noch gar keiner angegriffen. Selbst wenn gleich ein Kampf noch kommt, so wie jetzt, dann schaffen wir es trotzdem raus. Ohne viele Kämpfe. Und dafür bin ich schon immer dankbar, wenn man gar keine Lust eigentlich mehr hat. Der Fusoya ist ja bei uns jetzt. Naja, Edge und Cecil schaffen das eigentlich auch gut alleine. Die sind schon mega strong. Und leider schon wieder vergiftet. Na toll. So, dann greifen wir an. Mach den mal platt hier. Und dann kommen wir raus. Und dann sehen wir Fusoya ja wahrscheinlich noch in Aktion. Ach, guck mal, jetzt ist er hier bei uns mit seinem Stab. Hallo, Leute. Ich bin's, der Fusoya. So, da ging es nicht weiter. Wir könnten hier außen rum. Ne, können wir auch nicht. Dann bleibt uns ja nur der Weg. Oder noch außen rum wandern. Hier hatten wir die Höhle schon. Da ging es nicht weiter. Was ist hier? Auch nichts. Hatten wir schon geguckt, ne? Ist nicht schlimm. Also mich stören jetzt diese zwei Kämpfe nicht so ultra. Ich mache aber mal einen Protest auf alle. Das ist dann doch schon mal wichtig. Was kann der Segen? Ich mach mal einen Segen für alle. Das klingt gut. Und ein Eis drauf alle. Ja, immer schön kontern, kontern. Das ist immer wunderbar. Schön. Der ist schon mal weg. Einer weniger. Du machst mal die Dunkelgranate bitte. Du auch. Du darfst schon wieder beleben. So. Auf alle kann ich gerade irgendwie nicht an. Das ist der Fusoya. Der ist ein bisschen schwach hier. Aber wahrscheinlich werden wir auch nicht ewig mit ihm kämpfen. Ja, daneben. Pech gehabt. Der ist auch weg. So, jetzt bleiben uns noch die Schwabbelviecher. Und da darfst du gerne weiter Eis drauf kloppen. Rosa, wird das heute noch was mit dem Wiederbeleben oder nicht so? Das ist schön. Immer schön kontern, kontern, kontern. Wunderbar. Danke fürs Beschützen. Können die jetzt mal sterben? Oh, wenigstens einer weniger. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und wieder zwei weniger. Sehr schön. Und noch der letzte. So soll's sein. Da macht der Edge gleich einen
Luftsprung. Ja, aber schön war das jetzt nicht so. Ich lasse Cecil mal wieder heilen. Und zwar unserem neuen Freund hier. War noch jemand irgendwie jetzt statusmäßig? Alle okay. Ich laufe mal eine große Runde. Nee, kann ich gar nicht. Na dann. Wo komme ich dann hier wieder jemals zurück zum Schiff? Wo komme ich zurück? Bin ich denn vom Schiff runtergekommen? Jetzt kommt wieder so ein. Das finde ich jetzt aber auch nicht so toll. Ich glaube, ich beschwöre mal. Und zwar beschwöre ich mal die Shiva. Und mache einen Segen. Danke fürs Beschützen. Da kriegen wir immer eine so rein. Komm, mach mal hin, Shiva. Was ist denn ein Segen? Wüsste gerne, was Segen überhaupt macht. Keine Ahnung. Ah, da kommt sie. Da ist Shiva. Die wird jetzt ordentlich was abziehen, hoffentlich. Und wir haben immer noch nicht die Ajura und Odin und so beschworen. Das kriegen wir noch hin. Das machen wir noch. Aber erstmal muss uns eben Shiva helfen, weil sonst muss ich die gleich wieder alle wiederbeleben. Und die sind alle gerade nicht so gut dabei. Ja, wunderbar. So soll es sein. Cecil Stufe, Rydia Stufe und Rydia kann jetzt flammen. Goil, was ist das? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich bin ich da durch die Höhle gelaufen. So habe ich das geschafft und ich sollte mal wieder irgendwie heilen. Kann er irgendwie sowas machen? Oh ja, kann er. Der ist hier gut dabei mit Heilung auch. Dann machen wir mal alle. Das haben die sich verdient. Weiß gar nicht, was das ist, was er da macht. Mit seinem Segen. Kann man das mal sehen irgendwie? Fertigkeiten. Fusoya. Segen. Automatischer Kampfbefehl. Ja, okay, aber was macht der genau? Weiß ich nicht. Ach so, Weißmagie und Schwarzmagie? Oder der kann beides. Deswegen ist das so ein cooler Typ. Der ist quasi Rosa und Rydia an einem. Das finde ich cool. Den würde ich gerne behalten. Ein bisschen mehr LP könnte er haben, aber... So. Hier ist doch gut. Ach ja, da bewegt man sich eine Sekunde und dann gleich einen Angriff. Aber die kriegen wir hier hin. Das kriegen wir hin. Ich mach mal wieder so einen Segen. Whatever. Kann ja nicht schaden. Naja, eigentlich sterben die auch so recht schnell. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich wieder so multiplizieren können. Duplizieren können, multiplizieren, verdoppeln, sich vervielfachen. Keine Ahnung, was sie können. Oh, siehst du. Habe ich es nicht gerade gesagt und alle wieder da. So eine Schweinebacken, echt. Voll blöd. Entzug. Aber hurtig. Wir müssen noch schneller sein. Wir müssen die noch schneller hinkriegen. Ich glaube, das Zielen ist nicht stark genug. Aber es macht sie wenigstens blind oder so. Das ist auch gut. Schön angreifen, angreifen, angreifen. Wieso ist Fusoya schon wieder tot? Wie schnell geht denn das? Oh, jetzt erneuern die sich schon wieder. So ein, das kann sich ewig hinziehen, echt. So ein Blödsinn. Dabei sind die gar nicht so stark, aber weil die einfach... Oh, jetzt kontert er wieder, ne?
blöd, echt. Ja, das ist schön. Nur noch einer kommt. Nein! Und Neuer hat sie alle wieder. Mann! Scheiße. Ich glaube, Rydia muss beschwören. Achso, sonst kommen wir hier ja nie weg vom Fleck. Das ist vielleicht blöd. Und der erneuert wieder. Ey, das ist zum Verrücktwerden hier. Das gibt's ja wohl nicht. Alle wieder da. Manno. Ja, du brauchst nicht. Es sind alle wieder da. Echt nervig. Das zieht halt... Ja. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich mache jetzt gleich Rhea. Echt. Das ist mir zu blöd. Die sind so nervig. Die müssen auf einen Schlag jetzt... Ja. Also wenn... Selbst wenn ich jetzt 2, 3 noch wieder geschafft hätte. Bescheuert, echt. Diese blöde Vervielfachung. Und nochmal erneuern. Ja, komm, 3000 Stunden später. Jetzt mache ich gleich Rydia und dann habt ihr es. Dann habt ihr einfach mal Pech alle. Ich weiß gar nicht, ob Eisräuber das Beste ist. Ich muss die auch mal analysieren, die blöden Viecher. Ach, guck mal hier. Ja, komm. Und erneuern wieder. Schön. So, jetzt beschwör. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Mir fehlt so ein bisschen von Young. Dieser Tritt für alle. Der würde da gut helfen. Weil alles, was wir auf alle im Moment machen können, ist Magie. Und die ist irgendwie nicht so stark. Ja, ey. Also, wie lange soll man denn hier vor dem Monitor sitzen? Und da irgendwie so, soll ich noch einen Kaffee nebenbei machen? Oder... Wenigstens greifen die mal selber an. Das ist auch schön. Ja, komm. Greift doch nervig an. Jetzt kommt erstmal Rydia und macht euch den Gar endlich aus hier mit Shiva. Auch wenn wir die erst hatten, aber die macht die schon gut platt hier mit Eis. Und ich warte das nächste Mal gar nicht erst darauf, dass sich das so lange hinzieht. Weil das geht ja gar nicht. So, schön. Endlich. Toll. Wow. Ich würde ganz gerne wissen, was es hier noch gibt. Nix. Hätte ja sein können, dass man hier in den Süden kommt. Nee, komm. Das muss nicht sein. Stopp erstmal auf alle. Kannst mal einen Stopp machen, schön. Keine Ahnung. Ist das wichtig hier jetzt? Beschwören bitte. Wir beschwören mal Odin, weil wir es noch nicht gesehen haben. Habe ich ja versprochen. Dann haben wir wenigstens auch eine kleine Belohnung hier mal. Thank you.
Stopp hilft eigentlich auch ganz gut. Wenn ich das mal so sagen darf. Greif mal an hier. Vielleicht schaffen wir es sogar mal. Rückzug. Wie, der ist jetzt abgehauen? Der kann sich doch vervielfachen. Wieso haut er denn ab? Ja, muss er ja wissen, ne? Okay. Wenn ihr meint. So, meine Phönixfeder. Kann man sich auch mal leisten. Definitiv. Vitra. Wieso? Ja, der muss endlich mal ein bisschen hier besser werden. Würde ich sagen. Der stirbt mir hier immer weg. Das finde ich irgendwie doof. Und du gehst mal in dein Super-Mondwahlschiff, damit wir mal hier woanders hinkommen. Ja, ja. Endlich mal woanders hin. Wo wir vielleicht mal in diese Nordenhöhle kommen. Das wäre doch mal was. Muss doch hier irgendwie... Da ist nämlich noch eine. Das heißt so, da sind zwei Eingänge noch. Bin ich jetzt wieder in der Mitte? Oh, was ist das? Wir laufen, würde ich sagen. Da ist dieser komische Kopf. Da waren wir noch nicht. Dann landen wir mal hier. Nee, das ist die Südhöhle. Aber das ist egal. Dann gehen wir eben in den Süden. Das ist mir auch Wurst. Wir müssen nach Norden und Süden noch. Ob nun da oder da lang. Ich mach mal eine Runde. Vielleicht kommt man da ja irgendwie hin. Hallo Leute. Ich mach mal einen Segen auf alle. Und bete. Bete, dass alles gut wird. Und wir beschwören Odin. Immer noch. Wollen wir ihn sehen. Ich habe uns einen Segen gegeben. Was auch immer das bedeutet. Vielleicht, dass man Glück hat oder so. Du kannst mal singen. Mach mal eine Lebenshymne für alle. Sing mal ein bisschen. Nebenbei werde ich hier Blitzer machen auf alle. Nein, wir beschwören Odin. Odin. Der Odin. Zante zucken. Cool. Er kämpft für uns. Und sofort sind alle tot. Geil. Da macht das Beschwören Spaß. So soll's sein. Jetzt werden wir ja kommen. Die kriegen wir, glaube ich, auch so hin. Aber es macht so Spaß. Die Sylphen können wir auch mal beschwören. Wir beschwören mal die Sylphen. Sehr schön, denen geht es auch wieder besser. Weiter angreifen. Was machen die Sylphen? Okay, sie sind tot. Die Sylphen sehen wir das nächste Mal. Ja, lieber zu gut sein als zu schlecht. Edge-Stufe angestiegen. Wo geht's hier? Runter, hoch, runter. Da ist unser Schiff. Es bringt mir nicht viel. Oh, hier haben wir so einen roten. Ein ganz neuer. Ich mach mal lieber Protest, ne? Dann beschwören wir die jetzt. Die Sylphen. Auf den roten. Der sieht gruselig aus. Sollte Edge mal mehr stehlen? Ich weiß es nicht. Mach den mal weg. Ne? Och Mann. Aber wenigstens haben wir Odin mal gesehen. Mit sofortigem Tod. Das ist auch gut. Dann laufe ich hier oben eben mal lang. Da komme ich nicht weit.
nicht die schon wieder. Wieder 20 Minuten rum. Es geht so schnell, aber ich habe ganz viel gelevelt. Ich mache mal kurz einen Cut, auch wenn die 20-Minuten-Marke schon erreicht ist und der Part gleich um ist, damit wir uns vielleicht vor dem nächsten Höhleneingang oder was anderem wiederfinden, bevor ich jetzt hier weiter durch die Gegend laufe und nur gekämpft wird. Also bis gleich. Da bin ich wieder und zwar sind wir jetzt hier ganz im Osten auf der Karte. Ich bin einmal oben im Kreis gelaufen, habe vorne mit dem Mondwal geparkt. Hinten die Treppe runter und stehe jetzt hier vor der Höhle und ja, dürfen natürlich direkt nochmal kämpfen im Automodus, was sehr lustig ist. Da kämpfen die direkt von alleine. Mache also gar nichts, ist irgendwie sehr entspannt. Jetzt könnte ich nebenbei mir was zu trinken machen oder auf Toilette gehen oder weiß ich nicht. Das kriegen die eigentlich ganz gut hin. Erstaunlich gut mit ganz normalen physischen Angriffen. Der eine mehr, der andere weniger, aber es geht vor allem sehr schnell. Im Automodus. Cecil kontert auch gut. Da ist schon wieder einer tot. Kann man eigentlich mal machen. Also wenn man einfach gar keine Lust gerade hat oder so, dann ist der Automodus irgendwie schon recht praktisch. Gut, Excalibur sollte man schon haben. Das haut ordentlich rein. Dann kann man sich das auch leisten. Und was wir hier jetzt gefunden haben, ist die Höhle des Bahamut. Und Bahamut ist ein sehr starker beschwörbarer, wie auch immer man es nennen will, beschwörbares Monster. Aber den will ich mir nicht entgehen lassen. Deswegen fangen wir einfach mal wieder an. Gucken, wie weit wir kommen hier im Automodus. Bams. Immer schön draufhauen. Blitzka. Auf alle oder einen nur? Okay, auf einen. Süß. Hier der Opa, Fusoya. Ja, physischen Schaden machen die da nicht so viel im Automodus. Sehr interessant aber mal zu sehen. Ja, also wir sind jetzt hier in der Höhle des Bahamut. Ich werde jetzt auch gleich einen Cut machen müssen. Man sieht, dass hier wieder sehr viele Kämpfe sind. Deswegen würde ich sagen, schlage ich mich einfach mal in dieser Höhle weiter durch. Und wir schauen einfach mal, ja, wie weit ich komme und was da Interessantes kommt, außer Kämpfe, damit ihr auch noch was anderes seht. Ihr seht ja, dass hier wieder neue Gegner gerade sind, aber neue, altbekannte, sag ich mal, nur in einer etwas leicht veränderten Form. Die sehen ein bisschen anders aus, aber die scheinen irgendwie dasselbe zu machen immer, die Gegner. Von da sind es irgendwie dieselben, aber auch nicht ganz. Und damit verabschiede ich mich einfach mal im Kampf hier im Automodus und wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 4, Leute. Bis dann!